Willkommen zu einem neuen Let's Play und ich freue mich sehr darauf, euch Everybody's Gone to the Rapture präsentieren zu dürfen. Ist gestern erschienen, am 11. August. Bitte wählen Sie Ihre Sprachoption Voice. Sorgen Sie dafür, dass alle Familienmitglieder alle Maßnahmen für den Ernstfall verstehen. Okay. Ich mach mal beides auf Deutsch. Also ich habe keine Ahnung, was uns erwarten wird. Auch mit voller Absicht habe ich mir davon eigentlich auch gar nichts angeschaut. Start. Der Ernstfall kann ohne oder mit geringer Vorwarnung eintreten. Gute Vorbereitung darauf ist überlebenswichtig. Für ein möglichst sicheres Umfeld im Falle einer Katastrophe zu sorgen, kann über Leben und Tod entscheiden. Naja, die Vorbereitung scheint ja gut getroffen zu sein. Also im frei übersetzten Sinne bedeutet Everybody's gone to the rapture, jeder ging in die Entrückung. Entrückung ist ein mythologischer bzw. biblischer Begriff, und zwar in dem Zusammenhang, dass es ein Phänomen beschreibt, das eine Person leibhaftig aus der irdisch konkreten Erscheinungswelt in eine himmlische Sphäre versetzt wird. Im Alten und im Neuen Testament werden mehrere dieser Ereignisse beschrieben, und im übertragenen Sinn wird der Begriff auch für einen Zustand geistiger Ferne, wie etwa im Rausch oder Traum, Meditation oder Trance verwendet. Ja, ich war fleißig, ich habe extra für euch gegoogelt. Ich wollte es nämlich auch wissen. Und ich bin wirklich gespannt. Ich meine halt auch mal kurz Ich bin gelesen zu Dr. haben. Catherine Collins. Okay. Ich weiß nicht, ob dies jemals jemand hört. Es ist alles vorbei. Ich bin als Einzige übrig. Okay, hier scheint es loszugehen. Also, was ich eben kurz noch erwähnen wollte, bevor mich die Erzählerin unterbrochen hat. Ich meine gelesen zu haben, dass dieses Spiel eine christliche Anwandlung haben soll. Und ich nehme einfach mal an, dass es aus diesem Begriff der Entrückung halt stammt. Das wäre jetzt so meine Erklärung. Okay, was jetzt hier genau passiert ist, lässt sich so auf den ersten Blick nicht abschätzen. Es wirkt alles sehr idyllisch. Es scheint auch irgendwie früh morgens zu sein. So kommt es mir auf jeden Fall vor. Kommt das hier aus dem Radio? Ich werde so lange senden, wie es mir möglich ist. Wenn ich recht habe, kann man das Signal auf der anderen Seite des Tals empfangen. Das Ereignis
hat Spuren hinterlassen. Wir verstehen es noch nicht, aber wir arbeiten daran, es irgendwie zu begreifen. Du kannst die Spuren nutzen, um zu finden, was du suchst. Die Antworten, sie sind alle hier. Die Antworten sind im Licht. Okay. Da hat immer ein Countdown im Hintergrund runtergezählt. Ist das ein Vogel? Nee, Quatsch, hier klingelt irgendwo was. Okay, ich dachte jetzt zuerst, es ist ein Countdown, aber es scheint mir ein Zahlencode zu sein. Okay, ich hoffe, ich kann mir das merken. Das hier sieht aus wie eine Sternenkarte. Wie gesagt, vielleicht ist der Code nachher noch hilfreich für uns. Ah, you are here. Observatorium. Eine Sternwarte. Okay, wir kommen da nicht rein. Kann ich denn schneller gehen, vielleicht? Nee, leider nicht. Also mir gehen wirklich ganz gemütlich. Fahrrad fahren kann ich auch nicht. Oh, dieses Geklingel. Mensch, wo kommt's denn her? Ich möchte ja auch nichts übersehen, aber ich finde hier kein Telefon oder ähnliches oder Handy. Auch hier hinter der Tür ist nichts. Naja, gehen wir mal weiter. Es kommt immer näher. Es kommt bestimmt von da oben. Ah, das macht mich wahnsinnig, dieses Geklingel. Ah, hier ist es, Gott sei Dank. Dies ist eine Sondermeldung des Komitees für Katastrophenschutz. Aufgrund der ungewöhnlichen Umstände unterliegen Radio und Fernsehen in diesem Gebiet ab sofort dem KFK gemäß der Krisenbereitschafts- und Handlungsverordnung von 1982. Lassen Sie Radio- und Fernsehgeräte jederzeit eingeschaltet. Bleiben Sie zu Hause und meiden Sie Kontakt zu anderen. Führen Sie keine Telefongespräche außerhalb des Orts. Verfallen Sie nicht in Panik und bleiben Sie ruhig. Lassen Sie diesen Sender eingeschaltet für Neuigkeiten. Natürlich, das sind die perfekten Voraussetzungen, um nicht in Panik zu verfallen, mit keinem reden, in den Häusern bleiben, nicht außerhalb anrufen. Das macht natürlich keinen Grund zur Sorge.
Wenn hier schon kein menschliches Wesen ist, dann sind wenigstens die Tiere noch hier. Das beruhigt mich ein wenig. Also wenn ich jetzt gar nichts hören würde, das wäre sehr, sehr unheimlich. Authorized personnel only beyond this point. Ich versuche nur meine Arbeit zu machen. Sie beide werden in dieser Schicht als Einzige hier sein. Ich sage ja nur, falls der Strom fürs Haupttor ausfällt, kommt niemand mehr ins Observatorium rein oder raus. Dafür gibt's ja die Notfallgeneratoren. Gott, warum diskutieren wir das überhaupt? Kommen Sie ja nicht zu mir gerannt, wenn Sie hier festsitzen. Wenn wir hier festsitzen, können wir ja wohl kaum zu Ihnen rennen, oder? Überlassen Sie uns einfach die Denkarbeit und Sie können wieder Blätter zusammenfegen oder Glühbirnen auswechseln. Zufrieden? Dann Abmarsch. Arschloch. Das war wirklich unnötig. Nur weil du sauer auf mich bist, musst du es nicht an allen anderen auslassen. Kate, können wir einfach drüber reden? Nein, Steven, mir reicht's. Ich will nur weg von hier und heute Abend ist die beste Gelegenheit dazu. Du machst die Systeme bereit, ich gehe zu Turm 6. Kate. Ich liebe dich. Das weißt du, oder? Ja, das weiß ich. Na los, fangen wir an. Okay. Unsere erste mysteriöse Erfahrung. Also in diesem Szenario kann man den frischen Morgentau fast riechen. Jeremy. Vergeht gerade die Zeit irgendwie sehr, sehr schnell. Seht, wie schnell die Schatten wandern. Wir gehen aber trotzdem einmal gerade hier rüber, weil ich schaue mir einfach gerne alles Tja, an. Ja, danach zu urteilen, scheinen die das mit dieser Quarantäne wohl wirklich ernst zu nehmen. Falls Mrs. Borton hier lang gegangen ist, bevor die Straße gesperrt wurde, werden wir sie wohl nicht finden. Nicht bis diese Sache vorbei ist. Das ist aber mehr als nur seltsam. Ich meine, das hier ist Jordan, um Himmels Willen. Es war doch nicht nötig, so grob zu werden. Na, wenn Sie so besorgt sind, dass Sie bereit sind, die Straßen zu sperren, würde ich annehmen, dass Sie es doch für nötig halten. Eins ist klar, niemand von uns geht vorerst irgendwo hin. Aber er hatte ein Gewehr, ein Soldat mit einem Gewehr. In Shropshire. Die Welt ist völlig verrückt geworden. Ich glaube, ich schreibe an meinen Abgeordneten. Tun Sie das, Barb. Und ich überbringe den Brief persönlich für Sie, sobald diese Absperrung wieder weg ist. Ach, kommen Sie, Barb. Ich kann nicht den ganzen Tag entlaufenen Rentnern hinterherjagen. Die Praxis öffnet sich nicht von selbst. Und ich muss Paracetamol nehmen, wenn wir zurück sind. Ich habe ganz plötzlich Kopfschmerzen. Ja, so scheint jeder hier seine eigenen Problemchen zu haben. Aber das hört sich alles schon sehr interessant an. Also es macht wirklich sehr neugierig.
Das ist schön. Ein bisschen spazieren gehen. Und wieder stört ein Gebimmel dieses ruhige, entspannende Szenario. Kann ich da jetzt nicht dran gehen? Hallo, ich mag aber die Tür aufmachen. Esther, hallo? Kate, falls du das hörst, du musst das optische System ausschalten. Es nutzt das Observatorium als Kanal, um zu uns zu gelangen. Und es breitet sich schon jenseits des Tals aus. Kate, das dürfen wir einfach nicht zulassen. Es wird stärker. Ich rufe Clive zurück und zwinge ihn, den Luftschlag anzuordnen. Ich sehe einfach keine andere Chance mehr. Hallo, hören Sie mich, wir brauchen Hilfe. Oh Gott. Sind Sie? Scheiße, legen Sie sofort auf! Sofort auflegen! Mein Gott. Okay. Puh. Was zum Henker? Aber es fängt wirklich schon geil an. Also ich bin jetzt schon gespannt wie ein Flitzebogen, was da noch kommt oder dahinter steckt. Leider können wir kein Auto fahren. Saab. Seht ihr das auch, diese Verzerrungen im Bild? Sei nicht so hart zu dir selbst. Jeder wird mal zurückgewiesen. Du nicht. Ach, komm schon. Wir überarbeiten einfach die Daten und reichen es nochmal ein. Deine Grundidee ist gut, nur deine Zahlen stimmen nicht ganz. Sei bloß nicht so gönnerhaft. Ich bin doch nicht gönnerhaft. Ich halte dich für einen wirklich genialen Mann, Dr. Appleton. Hör zu. Ich bin hier. Wir sind zusammen, du und ich. Die Konstellation morgen. Das ist dein Ding, ja? Du hast die Chance gesehen und alles berechnet. Auch wenn sie es nicht erkennen. Ich bin stolz auf dich. Und jetzt soll ich mich besser fühlen? Steven. Siehst doch mal positiv. Für die Leute hier bist du ein Held. Der verlorene Sohn, stimmt's? Wundert mich, dass man dir zu Ehren noch kein Denkmal errichtet hat. Ja, lach du nur. Aber ich wette, der Gemeindevorstand hat schon ein Unterkomitee drauf angesetzt. Willkommen daheim, Dr. Appleton. Touché. Ich glaube, das waren dieselben beiden wie vorhin oben an dem Observatorium. Wenn ich richtig aufgepasst habe. Busse werden hier wahrscheinlich auch keine fahren.
Ein Zelt im Garten. Früher als Kind habe ich das auch immer gemacht. Und nein, ich bin nicht rausbuxiert worden, es war freiwillig. Ja. Immer noch hängt uns dieser Code im Ohr. Hoffentlich wollte derjenige hier nur einen Baum pflanzen. Man kennt ja dieses berühmte Szenario, nachts im Garten mit der Schaufel. Außergewöhnlich. Das Ganze erinnert mich an damals in der Highschool, als ich den Mars zum ersten Mal gesehen habe. Dieselbe fieberhafte Aufregung. Mir zittern die Hände. Die Sprache der Sterne. Ich hoffe, wir können später oben in dieses Observatorium reingehen. Verschlossen. Vielleicht können wir vorne rein. Eigentlich ist die Hintertür doch immer offen, oder? Okay, da sind noch einmal die Warnungen draufgeschrieben, die uns eben auch durchgesagt wurden durch das Mobiltelefon oder was das auch immer war. Das mit den Fenstern sieht cool aus, sie sind so gewellt. Also für die, die Englisch gut unter euch können, herzlichen Glückwunsch. Ich kann es leider nicht, sonst würde ich es euch gern übersetzen. Also ich kann es nicht in dem Sinn übersetzen, wie es vielleicht heißt. Was ich sagen kann, es ist keiner da. Was ist das denn? Das ist so ein komisches Glas, eine komische Glaskonstruktion. Ich sage besser nicht, wonach das aussieht. Hier qualmt noch eine Zigarette. Hier müsste doch eigentlich kurz zuvor noch jemand gewesen sein. Ein Biergarten. Oder so halb. Da komme ich leider nicht durch. Ich suche weiter, doch es gibt keinen Sinn.
Das Gebiet, aus dem das Muster kam, ist mit dem Teleskop nicht mehr aufzufinden. Das ist einfach nicht möglich. Man kann deutliche Veränderungen des Raumlichts in diesem Bereich des Himmels erkennen. So wie bei einer Überbelichtung, wie ein Polaroid, das in der Sonne gelegen hat. Die Synchronisation von dem Spiel hier, die gefällt mir auch sehr gut. Also das haben sie wirklich sehr gut gemacht. Entwickelt ist das Spiel von The Chinese Room. Habe ich leider vorher auch noch nie was von gehört, aber die sollen schon mal ein Spiel in dieser Art rausgebracht haben, was auch bekannt ist oder zumindest bekannt sein sollte. Mir aber leider nicht. Vielleicht dem einen oder anderen von euch. Wissen Sie, auch ich werde hier als Außenseiter betrachtet. Deswegen soll ich mich jetzt besser fühlen? Ich sage ja nur, dass ich weiß, wie schwer es ist. Sie, da oben bei Valis, haben sich nie unter die Einheimischen gemischt. Die Menschen hier verstehen nicht wirklich, was sie da oben tun. Versuchen Sie, mich in Ihre Kirche zu locken? Es geht nicht nur um den Glauben. Es geht um die Gemeinschaft. Sich einzubringen, einer von Ihnen zu sein, dazuzugehören. Guten Morgen, Pater. Ein schöner Tag, oder? Oh, hallo, Mrs. Appleton, nicht wahr? Bitte, Dr. Collins. Eine Wissenschaftlerin. Sachen gibt's. Guten Morgen, Barbara. Pater Wheeler. Glauben Sie wirklich, diese Gemeinde wird mich je als eine von Ihnen sehen? Sie können mich ruhig anstarren, solange Sie mir nicht in die Quere kommen. Das ist gegenüber einer so konservativen Haltung auch das einzige Richtige. Also da würde ich mir auch nicht aufdrücken lassen, da mich einbringen zu müssen. Gerade auf so kleinen Dörfchen ist das ja wirklich manchmal schlimm, je nachdem, in welche Glaubensrichtung die angehaucht sind. Ja, die Religion als Gruppenzwang, so wird's dann gemacht. Es ist offen. Huhu. Oh mein Gott. Hallo? Hallo? Oh, Amanda, ich dachte, Sie wären weggefahren. Wollten wir. Wir haben es versucht. Aber alle Straßen sind gesperrt und niemand kommt durch. Und dann bekamen Georgie und Ben Kopfschmerzen. Und dann fing sie an zu bluten. Es war furchtbar. Ich hatte Angst. Also hat Neil umgedreht und
und wir sahen, dass das Haus offen stand. Und ich weiß, wir hätten es nicht tun sollen, aber wir sind rein, um die Kinder zu waschen. Und dann fingen er und ich auch an zu bluten. Meine ganze Bluse ist voll und alle waren so müde. Ganz ruhig, Amanda. Alles wird wieder gut. Beruhigen Sie sich und sagen Sie mir, wo Neil und die Kinder sind. Sie sind oben. Sie waren müde und Neil meinte, sie sollten ein Nickerchen machen. Und wir dachten, es macht Barbara nichts aus. Sie sind ja noch klein und ich war so müde. Darum brachte Neil sie nach oben. Er brachte sie hoch ins Bett. Das war vor 6 Stunden. Oh Mann. Er ist nicht wieder runtergekommen. Ich hatte zu viel Angst, um nachzusehen. Warum sehen wir nicht gemeinsam nach? Nehmen Sie meine Hand, wenn Sie möchten. Ja. Ich glaube, das schaffe ich. Ja. Helfen Sie mir bitte. Natürlich helfe ich Ihnen. Neil. Ja. Soll ich den beiden nun folgen? Neil, sind Sie hier? Oh Mann. Shit, ich will eigentlich gar nicht da hoch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich drauf einlässt, das geht einem schon etwas ja, an die Nieren. Also, oh Mann. Ah geil, das kenne ich. Das kennt bestimmt jeder von euch. Dieses lustige Drückspiel. Ja, Taschentücher voller Blut. Okay, hier ist verschlossen. Okay, also hier ist überall zu. Wir kommen jetzt leider nirgendwo weiter. Ich hätte schon gern gewusst, was da jetzt noch weiter passiert ist. Menno. Bitte, die Kellertür ist zu. Bitte, die Kellertür ist zu. Puh. Schön, Sonne. Direkt alles wieder ein bisschen freundlicher. Wo gehe ich denn jetzt lang? Haben wir eigentlich eine Karte oder sowas ähnliches? Nee. Wir müssen uns ganz auf unsere Orientierung verlassen.
Was tun Sie da? Das habe ich gesehen. Bleiben Sie weg. Nicht näher kommen. Das ist Privatbesitz. Du machst allen Angst. Es ist überall im Dorf. Hat alles befallen. Es ist so schnell. Wovon redest du? Es bewegt sich durch die Leitung. Großer Gott, Sie sind ja verrückt. Wo ist Kate? Was haben Sie gemacht? Verstehen Sie denn nicht? Es durchbricht die Quarantäne und passt sich an. Die verdammte Farbe los, Appleton. Finger weg. Sam, Schluss jetzt. Schlappschwarz. Her mit der Farbe. Her. Schluss jetzt. Ich brauche Sie. Es reicht. Manifestiert sich schon überall. Steven, kommen Sie zurück! Oh Gott! Was wollte der bloß mit der Farbe? Gehen wir mal kurz dort unten lang und dann gehen wir einfach über den Spielplatz da rüber, damit wir auch wirklich alles mitnehmen. Auf der einen Seite finde ich es sehr gut, dass man nicht schneller gehen oder halt auch laufen kann, da man wirklich das Szenario hier auf sich wirken lassen muss. Auf der anderen Seite mag ich nicht so lange Strecken zu gehen. Ich mag es dann schon lieber, wenn man die Möglichkeit hat, ein bisschen schneller unterwegs zu sein. Aber wie gesagt, hier wird man ein bisschen dazu genötigt, sich auch einfach alles anzugucken. Und das finde ich auch in Ordnung. Schade, mit einem Häuschen angefüttert, was offen war, und jetzt ist alles zu. Das Magnetfeld bewirkt Störungen in Telefonleitungen und elektrischen Geräten. Es sind Stimmen zu hören. Es ist 4 Uhr morgens. Vielleicht sind ja alle wach und bestaunen die Lichtshow. Die Chaostheorie. Also ich kenne nur einen Satz darüber, und das ist, wenn ein Schmetterling einen Flügelschlag auf der einen Seite der Erde tut, dass er damit auf der anderen Seite der Erde einen Tornado auslösen kann. Das ist aber leider das Einzige, was ich darüber weiß. Ist auch das Gängigste, nehme ich an.
War ein anderer Name nicht auch dafür Murphys Gesetz? Ich meine mich zu erinnern. Ich glaube, das soll keine Verzierung der Tür sein. Ah, die haben echt schöne Gärten. Glaube ich. Wie heißt das nochmal? Ah, irgendwas mit Trompeten, glaube ich. Auf jeden Fall einer der psychoaktiven Pflanzen. Da ist mir als Kind immer gesagt worden, da darf ich nicht dran gehen, so schön sie auch aussehen mögen. Sie müssen sich entscheiden müssen, besonders jetzt. Aber ich liebe ihn, Papa. Ich liebe sie beide. Er ist verheiratet. Diese Sache betrifft auch andere. Oh, ich glaube nicht, dass ich hier jemand als Moralapostel aufspielen kann, oder? Ich verstehe sie ja wegen Steven und Robert. Aber ich glaube, Kate sieht das etwas anders. Wirklich? Okay, sie bumst zwar niemand anderen, wenn ich mal so sagen darf, aber sie steckt Tag und Nacht in diesem Observatorium. Steven sagt, sie sehen sich kaum noch. Das ist doch keine Ehe, oder? Naja, die typischen kleinen Dorfaffären. Gebimmel. Also den Sound, den höre ich gerade gesamt über die Kopfhörer, daher kann ich sehr gut audiomäßig lokalisieren, woher das kommt. Ich denke mal, über ein TV oder über die Anlage wird sich es genauso gut anhören. Aber ich würde gern hier rein. Ist bestimmt markiert worden für irgendwas. Da müssen wir auf die andere Seite rüber. Sonst etwas, das mir je begegnet ist.
Und ein Tumor wächst auf keinen Fall dermaßen schnell. Die Blutklumpen enthalten kleinere Flecken von etwas, das aussieht wie, wenn ich es näher beschreiben müsste, wie flüssiges Licht. Ich habe keine Erklärung für dieses Phänomen. Okay, das ist krass. Influenza, die Grippe. Scheint wirklich, als ob jeder in diesem Dorf dieses Problem gehabt hat. Die Patienten stehen schon Schlange da draußen. Schicken Sie sie bitte zum Gemeindesaal zu den anderen Bad. Doktor, die Leute sind verängstigt. Mrs. Gables rief gerade an, weil ihr Mann verschwunden ist. Sie hatte furchtbare Angst. Sie sagte, er hätte aus Ohren und Nase geblutet. Was zum Teufel soll ich denn tun? Bis die Quarantäne aufgehoben wird, können wir nirgends hin. Bitte. Sagen Sie ihnen, sie sollen viel trinken, sich warm halten und die Anweisungen im Radio befolgen. Doktor, Phil, bitte denken Sie an Ihre Patienten. Ihre Nase. So, das Ganze hat jetzt hier stattgefunden. Ich habe gedacht, ich müsste durch die Tür lauschen. Heißt so der Ort? Rumbles. Oh nee, so wird wahrscheinlich die Straße heißen. Schon wieder die Markierung mit weißer Farbe. Ich glaube, das blaue Haus, das war ja zu, deswegen sind mir auch hintergegangen. Hier hängt kein Zettel an der Tür, vielleicht kommen wir hier rein. Leider nicht. Thank you.
Na gut, es wird schon von selbst kommen. Ich weiß jetzt nicht, ob man dem hinterherlaufen muss und es irgendwie aktivieren kann. Der obligatorische Entenweiher. Nur ohne Entchen, leider. Ja, Himmel oder Hölle, wer kennt es noch? Okay, sieht aus wie ein Footballfeld. Aber dafür sind die Stangen ziemlich niedrig, oder? Schon wieder eine Markierung. Das scheint die Schule zu sein. Was ist mit dem Bahnhof? Auch abgeregelt. Es gibt keinen Weg ins oder aus dem Tal. Die meinen es mit dieser Grippesache offenbar ernst. Phil glaubt nicht, dass es die Grippe ist. Er sagt, er praktiziert schon 30 Jahre und hat mehr als eine Grippewelle erlebt. Und das hier kommt ihm seltsam vor. Im Radio hört man auch nichts Hilfreiches. Tut mir leid, ich bin zu spät. Haben Sie angefangen? Ja, aber ehrlich gesagt gibt es nicht wirklich viel zu bereden. Die Quarantäne wurde verhängt. Die Straßen sind alle dicht. Niemand scheint irgendwas zu wissen, aber es sind eindeutig Menschen verschwunden. Und zwar viele, nicht mal ein paar Rentner. Seit gestern hat niemand die Sullivans gesehen und ihr Haus steht sperrangelweit offen. Ich komme gerade von der Farm. Franks Kühe sind in der Nacht alle gestorben. Er ist völlig am Ende. Ernst? Was für ein schlimmes Jahr für ihn. Erst Mary und jetzt Wenn das. Wenn jemand kommt, um diese Sache aufzuklären, müssen wir es eben selbst tun. Barbara, Phil soll eine Bestandsliste seiner Medikamente machen. Jeremy, rufen Sie alle zu einer Versammlung in den Gemeindesaal. Am besten schaffen wir vorerst alle an denselben Ort. Ich organisiere die Vorräte. Wir werden viele Mäuler zu stopfen haben. Im Lager ist jede Menge, aber... Na, fangen wir mit dem an, was hier im Dorf ist. Ich schreibe einen Dienstplan. Charlie, kannst du mir dabei helfen? Für dich doch immer, Mac. Ich sammle die Familien ein, die weiter abseits im Tal wohnen und schaue bei Lizzie Graves im Camp vorbei. Weiß jemand etwas über Stephen Appleton oder seine Frau? Ja, also es erscheint doch alles sehr, sehr mysteriös. Und hiermit beenden wir auch unser erstes Let's Play von Everybody's Gone to the Rapture. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Also mir hat es wirklich sehr, sehr gut gefallen. Auch mit der Musik, die Atmosphäre, es stimmt einfach alles. Und ich bin echt ganz heiß drauf, was wirklich hinter dieser Story steckt. Und ich hoffe inständig, dass ich bzw. wir nicht enttäuscht werden. Aber das habe irgendwie im Gefühl, dass es nicht so sein wird. Also es wird schon noch was Großes kommen, da bin ich mir sicher. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, wenn ihr Fragen, Wünsche oder
sonstige Anliegen habt, schreibt's einfach in die Kommentare oder ins Forum. Dann bis bald. Tschüss.